Oederan, der Kurfürst August mit seinem Gefolge vom Traditionsverein Dresdner Barock waren zum historischen Altstadtfest Oederan anno 1632 erschienen. 120 Akteure hatte man erwartet, doch es kamen wegen dem Hochwasser nur 80. Rund um die Stadtkirche hatten sie im Feldlager Quartier bezogen. Historische Vereine aus Bad Dürrenberg, Delitzsch, Wittstock und Dresden. Ein historischer Markt gab dem Altstadtfest einen Rahmen. Korsettmacherei ist wieder gefragt. Die feinen Bälle in Dresden und Chemnitz fordern die Extravaganz. Es macht Freude zuzuschauen, wie sich der Silberring formt. Nachdem es um das Ehrenzugfest etwas ruhig geworden war, ergriffen Dieter Heinrich und sein historischer Verein die Initiative und organisierten das historische Altstadtfest. Spannend wurde es für die zahlreichen Zuschauer, als die Schweden die Stadtväter aufforderten, die Stadt kampflos zu übergeben. Ich grüße die Herren, werden Herren Oederan. Im Namen seiner Majestät Ferdinand fordern wir euch auf, uns eure Stadt zu übergeben. Aber es kam anders, man ließ die Waffen sprechen. Erst donnerten die Vorderlader über den Markt, die Kinder hielten sich die Ohren zu, dann kam es zum Handgemenge. Lanzen und Schwerter wurden bewegt, es gab Verwundete. Eine wortgewandte Marketenderin sammelte vom Gegner die Waffen ein. Ein neuer Angriff wurde gestartet und die Schweden in die Flucht geschlagen. Für Oederan war dieser Krieg in Wirklichkeit verhängnisvoll, denn die Stadt brannte nieder und es gab viele Tote. Für die vielen Schaulustigen war es ein tolles Spektakel und sie spendeten viel Beifall.